Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Stadium. Heute geht's zum Pokémon Cup. Hyperball. Muss ich mal eben drüber nachdenken. Da werden wir uns jetzt natürlich mal wieder ein paar neue Runden ausdenken. Ne, einen Superball haben wir ein bisschen uns zurückgehalten mit dem Pokémon. Und dieses Mal werden wir eine Stufe weiter nach oben gehen, was das angeht. Also, bis gleich, wenn ich mir die Pokémon ausgesucht habe. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das alles so hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, dass das so ist. Aber gut. Oh, man sieht es jetzt schon. Guckt euch das an. Gift, Kampf-Pokémon, was auch immer. Also, das ist schon übel, was hier jetzt passiert gerade. Da haben wir natürlich das Problem. Wir haben kein Psycho-Pokémon mitgenommen, was wir jetzt hier eindeutig hätten gebrauchen können. Dafür haben wir Psycho-Attacken. Das ist natürlich nochmal was Schönes. Gift ist natürlich auch so eine Sache. Gift. Dafür gibt es eigentlich Boden, ne? Aber. Gift. Machen wir so. Wir können ja immer noch einen Hyperstrahl raushauen zur Not. Und dann haben wir noch. Nehmen wir es einfach so neutral wie möglich hier. So, come on! Willkommen zum Pokémon. Ah, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber merkt schon. Hyperball! Ich hoffe, ich schaffe das. Quappo, es war so klar. Es war so klar, dass jetzt Quappo ausgerechnet kommt. Aber da bin ich ein bisschen vorbereitet. Sagen wir es mal so. So, komm zurück, mein liebes Magma. Mag mal gar nicht behaupten, dass du da gekämpft hast, aber du bist da. Ringfrei für Garados. Jawohl. Surfer, Zirratapa. Garados hat relativ viel KP und einen relativ hohen Spezialwert, den man ertragen kann. So, was soll ich machen? Drachenwut oder Abyss? Drachenwut oder Abyss? Ich denke, die Drachenwut ist. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Oh! Na gut, dann ziehen wir doch schon mal 40 ab. In der ersten Runde schon so reinzukacken ist schon nicht so geil. Was kann es denn? Steinhagel oder was? Oh, klar, dass er wechselt. So, nimm den Drachenwut. So, Rasaf, dein Spezialwert ist. Normal? Vielleicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht so gut. Also Surfer. Was kann der denn? Steinhagel. Gut, das ist natürlich eine Sache. Oha. Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. So. Boom. Na, aber nicht tot, leider. Das heißt, sein scheiß Steinhagel killt mich sonst. Wegen Diktri, du bist dran. Sie begegnen sich in Kampfposition. So, was machen wir da? In Pokéball zurück. So, Diktri, deine Zeit ist gekommen. Schon im ersten Kampf, ich brauche halt die Continues, ne? Das kann ja nicht sein, ja. Natürlich gegen Psycho. Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Natürlich so eine Sache. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Hyperstrahl, Toxin. Ja, ich muss Schaufel einsetzen, so eine Scheiße aber auch. Viele wurden erteilt. Komm, schaufel dich in den Boden rein. Es klemmt sich in den Boden. Überroller, das will ich überrollen. Überroller, überrollt. Er wird nicht wechseln, das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, sehr gut. Rasaf ist schon mal weg. Das Problem jetzt ist natürlich. Das Problem ist jetzt natürlich, ich muss das Continue riskieren, leider. Quappo ist nämlich scheiße. Scheiße stark in dem Fall. Kann nämlich Surfer, soweit ich das weiß. Das ist nicht gut, ehrlich gesagt. Das ist gar nicht gut. Schaufler 100, 150, besser als Hyperstrahl, definitiv. Wie regeln wir das Problemchen? Sie starren einander an. Garados. Dieses Scheißvieh muss einfach tot. So. Kann nichts dagegen machen. Schade. Dann verliere ich hier halt
ein Continue. Vielleicht ist das Team auch einfach scheiße, was ich jetzt gewählt habe. Sein Quappo ist natürlich mir ein Dorn im Auge. So, was macht er? Schön wäre es, wenn er jetzt einfach mal ausnahmsweise schneller wäre, aber das glaube ich nicht. Das wird jetzt auch nicht sonderlich viel abziehen. Schade, schade. Ah, ich habe scheiße gewählt. Ich habe scheiße gewählt einfach. Ja, es war klar. Es ist am Boden. Es ist am Boden. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Oh, ich habe voll Kacke gewählt. Dieses Drecksvieh killt mich. Ein Pokémon-Wechsel steht an. So. Beide Seiten haben zwei Pokémon übrig. Was passiert nun? Wechselt er? Nee. Drachenwut. So, komm. Ah. Wusch. Ein guter Treffer. Es macht Rums im Gesicht. Uplexieb. Okay. Was ist das? Oh ja, fünfmal. Hau doch fünfmal rein. Hau mir doch fünfmal eine rein. Fünfmal. Ja, ein Treffer. Fünfmal. Sie schenken sich wirklich nicht. Drachenwut, komm schon. Sie begegnen sich in Kampf. Vielleicht hätte ich Biss einsetzen sollen. Vielleicht wäre es ja zurückgestreckt oder sowas. Was geht ab? Es wäre so cool, wenn Duplexieb jetzt nicht killen würde. Überroller. Okay. Ist trotzdem tot. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, du resistierst so gut, Garados, dass dich das nicht von den Socken haut. Aber dem ist wohl nicht so. So, Poquap. Jetzt reicht's mit dir. Ich bin Magma. Ich wiege ab. Ich wiege ab. Kann ich gewinnen? Ja, ich kann gewinnen. Denn ich bin Magma. Psychokinese. Der Kampf geht weiter. Komm schon, Psychokinese. Psychokinese. Rums! Ich musste Garados so opfern, um ihn so viel abzuziehen. Wusste ja nicht, dass er im Hyperball-Cup so drastisch reinhaut. Der erste Trainer. Hätte ich alles regeln können. Mit einem Pantimos oder sowas. Aber Quappo hat auch eine einzigartige Typenkombination. Das ist halt einfach so. Das muss man akzeptieren. So, Psychokinese. Patz. Nicht mal. Doch genau die Hälfte. Nee, gar nicht wahr. Body Slam. Ja, genau. Halt die Klappe jetzt mal ohne Spaß, Alter. Oh, ich habe verloren den ersten Kampf. Das kann doch nicht wahr sein. Warum haut der denn einen Volltreffer raus? Das war doch Schande. Body Slam. Ein guter Treffer. Das ändern wir jetzt auch mal eben. Sorry, Magma, dich mag ich halt jetzt einfach mal nicht leiden. Der nächstes Mal, guck mal, das werdet ihr jetzt sogar noch mitkriegen. Keine Ahnung. Ist halt kein Problem. So. Psycho-Pokémon ist anscheinend unerlässlich. Und vorm Beginn? Hä? Warum kann ich nicht einfach nur einzelne Pokémon auswechseln? Oh, da sind wir jetzt wieder. Ah, weil ich doch die Pokémon wieder von neuen auswählen musste. Ach, come on. Sieht man jetzt auch eine komische Reihenfolge, aber es ist halt einfach so. So, so und einfach so. Perfekt. Dürfte hinhauen. Komm schon! Willkommen zum Pokémon-Turnier im Pokémon Cup Kategorie Hyperball. Krass, dass ich den ersten Kampf verlieren würde, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht unterschätze ich das hier gerade. Oh, natürlich, Slimog. Na, mit was will er trumpfen, ne? Mit Body Slam ist doch klar. Es hätte auch einfach gegen Magma draufgehen können, das Slimog. Dieses Flüssigkacker-Ding. Aber nein. Oh mein Gott, Schlammbart. Ein kraftvoller Angriff. Ach ja, was sonst? Was sonst? Was sonst, wenn nicht vergiftet? So. Geowurf. Zeig ihnen das, deine Kinder, dein Wurf aus Erde ist. Ein erschütternder Geowurf. Hier, nimm meinen Geowurf. Ja, ein Treffer. Slimog.
Oh nein, kann das sein, dass ich immer noch beim ersten Trainer kein Continue hole? Doch, scheiße. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Moto. Hello, Moto. So, was machen wir jetzt? Was wird er machen? Das ist eine gute Frage. Megasauger oder so? Was kann der machen? Vor allem, so. Weiß ich gar nicht. Psychokinese, komm. Gönnen wir uns einfach. Das Motto lautet, sich zu gönnen. Ja, aber es ist nicht... Das hat halt hohen Spezialangriff. Das ist halt einfach so. Psy-Welle. Oh, das kann gut oder schlecht sein. Bei Gegnern vermute ich immer Gutes. Aber das war nicht gut. Sehr gut. Sehr gut, dass es nicht gut war. Zack, Geowurf. So, und bei dem letzten Pokémon gucken wir nochmal, dass wir wechseln, damit wir auch das Continue mit nach Hause nehmen. Klatsch. Stirb. Jetzt natürlich ein bisschen spannender, ne? Bugedödin. Buka. Was wird er jetzt machen? Der Kampf ist nun sehr einseitig. Du bist dran! Komm zurück, natürlich erstmal Pantimos! Du bist dran! Diktri! Mhm. Stärke. Das sieht viel ab. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis. Scheiße. Okay, Schaufel! Schaufler! Ich meine, das wird mich besiegen hier einfach. Scheißdreck. Sei denn, ich hau hier jetzt einen Volltreffer raus. Ach komm. Die Attacke ging daneben. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Stärke. Natürlich, Diktri ist ja auch nicht gerade stark, was das angeht. Ja. Das lebt leider noch. Schade. So sieht es aus. Ja. Sauber, Diktri! Und jetzt reicht's! Hyperstrahl! Sie begeben sich in Kampf. Komm, zeig ihnen die dreifache Strahlattacke! Das war ein Hyperstrahl! Ist nicht passiert! Ein Säurestrahl! Ja, ein Treffer! Damit ist mein Continue dahin. Oh, Mann! Warum hat es nicht getroffen, Mann? Pokémon ist nun an der Reihe? Oh, ihr hättet mein Gesicht sehen sollen! Bocker, ey. Der aktuelle Stand. Kein Bock auf Bocker. Du bockst mir zu viel. Los, Biss. Megasauger. Oh, wow. Jetzt nervt das Vieh auch noch, ey. Jetzt nervt das Vieh auch noch, Alter. Hätte ich einfach Drachenbude eingesetzt. Jawohl. Ach, ist doch kacke. Kein Continue. Kacke, kein Continue. Jawohl! Garados, setz dein schönstes Lächeln auf, dein fröhlichstes. Genauso, genauso. Oh. Der hat schon reingehauen jetzt. Ist wirklich so. Hat jetzt schon reingehauen, der Typ. Ring! Natürlich weiter. So, was haben wir da? Das ist, wie heißt denn der? Gitarrist? Ne, Rocker. Uhu, Rocker-Spaniel. Genau dafür habe ich eigentlich Magma gehabt. Nee, habe ich nicht, aber gut. So, und wenn noch ein Elektro-Pokémon kommt. Wenn noch ein Pflanzen-Pokémon kommt. Scheißegal, komm. Keine Ahnung. Eins, wo ich wieder kein Continue rausholen kann. Genau deswegen. Raichu mich nicht hier bitte. Oh nein, das ist sogar schneller. Oh, ich hätte wechseln sollen. Bin ich so für einen Depp.
schon! Ein Spitzentrepper! Ich bin ja ein Depp. Warum wechsle ich denn nicht? Oh! Ein wahres Spannungsfeuerwerk! Komm schon, zurück! Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Komm zurück! Dieses Reitschuh hat hier, denkt, er hat hier die Schuhe an, nur weil er Schuh im Namen hat. Aber das kann er vergessen. Los, Dickdri, mach es fertig. Dein Donnerblitz. Was nun? Geht ins Leere. Was ging daneben? Es hatte keine Wirkung. Er ist wechselt. Oh nein, er wechselt. Ich wurde auseinandergenommen. Das war so klar. Was habe ich getan? Es gräbt sich in den Boden. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Ich bin tot. Nein. Was passiert jetzt? Boah, das hat ja nichts abgezogen. Die Attacke war nicht sehr effektiv. Stachelspore. Ah. Eine Stachelspore. Ich will mir das Beste nehmen, was ich habe hier. Ein sehr rasanter Kampf. So. Lapras, zeig ihm, wer hier, wo sein Platz ist. Boah, ich habe schlechte Pokémon ausgewählt, einfach. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich jetzt hier schon so im Bedrängnis bin. Ringfrei für Lapras. Dachte, das, was ich nehme, würde reichen. Ah. Wow, Megasauger. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon. Findet ihr? Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Eisstrahl. So. Ja, was schneller? Okay, du langsames Vieh. Stirb! Ja! Steif gefroren. Steif gefroren, du Nudel. Ja, es ist zur Todessäule erstarrt. Komm, Eisstrahl! Auswechslung? Pokémon. Pokémon. Churai! Am besten friert das auch noch ein. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber wäre heftig. Wie kommt denn das? Ein böser Treffer. Ah, kein Todmachtreffer leider. Oh, ich kämpfe hier um Continue, Alter. Wechsel, das Endergebnis. Dickdri, los! Sie komm! Sich mit Drohgebärden an. Dödle-dim. Donnerblitz! Was geht ab? Habe ich noch eine normale Attacke außer. Leider daneben. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon. Boah, Strahltoxin, Sandwirbel, was eine Kacke ist das überhaupt? Wechselt er, weil er keine andere Möglichkeit hat? Ich habe jetzt Toxin eingesetzt. Geowurf, ich wusste es so. Was nun? Aber das ändern wir mal eben ganz schnell. Das können wir noch packen. Wenn Toxin trifft, ist das okay. Oh, Toxin! Es will den Gegner langsam, so, aber stetig schwächen. Ein wahres, ne? Spannungsfeuerwerk. Lapras, komm zu. Du bist dran wieder. Sich in Kampfposition. Oh, was eine Scheiße hier, Alter. Das Pokémon führt seinen Pokéball zurück. Lapras, du hast doch die meisten KP, ey. Dir macht das nichts aus. Geowurf. Ah, was passiert jetzt? Denke ein nicht, dass das 11 KP abzieht, das Gift, aber 3 hat es nur noch übrig. Na gut, wird dann. Dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Bist du dran wieder, Dickdri? So. Nimm es auf dich. Ein weiterer Pokémon. Oh, was eine anstrengende Scheiße hier. Komm on! Donnerblitz, ja, stirb einfach am Gift. Ziel verfehlt. So, was hast du denn noch? Ist das Ende? Leider habe ich ja nur Schaufler, was nicht so gut ist, eigentlich, ehrlich gesagt. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Eins ist vollständig weggefetzt. Giflor. Ringfrei für Giflor. Giflor. Blättertanz könnte es einsetzen. Blättertanz. Ich weiß nicht, ich kann gerade nicht drüber nachdenken. Ja, Blättertanz, wusste ich doch. Blättertanz.
Wir sind natürlich schneller als ich, habe ich jetzt vergessen. Giflor. Ach, Mann, schon wieder kein Continue. Das ist nicht gut. Ich hab's versucht, aber ich hab's nicht hingekriegt, ey. Wäre ich doch nur schneller gewesen. Ein Pokémon wechselt den an. So, was haben wir bei dir? Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementen. Es wäre cool, wenn du schneller wärst, Lapras. Ja, du bist schneller. Das ist gut. Und jetzt, haus weg! Und Quatsch! Das kommt leider zu spät, Lapras. Ah. Na gut, Tangela ist jetzt auch tot. Das ist ja schon mal was. Da haben wir schon mal Trainer Nummer 2, haben wir schon mal weggehauen. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Das letzte Geil! Eisstrahl! Eis ist eine Eiskulptur, so ist es! Zu Ehren von meinem Kanal! Boom! Das macht Roms im Gesicht! Auf die Bretter! Gelatan ist einfach weg! Das klingt wie Gelatine oder sowas. Gelatan hat hat mir einen Gefallen getan. Dieser Gelatan, Scharlatan. Weiter geht's. Oh yeah. Weiter tatatata geht's, geht's. Jongleur. Was haben wir denn da? Da ist wieder diese Metronom-Nutzer. Chanera, alter Schwede. Kann auch Metronom. Was machen wir da so? So? Dann machen wir so und so. Ich glaube, das könnte hinhauen, aber ich glaube nicht, dass ich da wieder ein Continue rausholen könnte. Ach, ist doch scheiße. Los geht's. Gargen. Gargen. Du bist gleich Gargänger. Pass mal auf. Psychokinese. Sie begegnen sich in Kampfposition. Oh, ich hab's so geahnt, ehrlich gesagt. Hypnose. Juhu, da danst er einfach. Da danst er einfach vor sich hin, das Pantymaus, und denkt, auf so einen Scheiß falle ich nicht rein. Platsch. Spezialattacke ist am Boden. Merkst du es? Ein wahres Gargoyle-Gang. Willst du mich wieder einschläfern? Wahrscheinlich. Wenn nicht, bin ich schneller als er. Zumindest denke ich, dass Diktri schneller ist als Gengar. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, Diktri ist schon wirklich schnell. Los, Diktri! Ansonsten bin ich eingeschlafen und kann wechseln. Da-da-da-da. Jawoll! Habe ich mir doch gedacht. Also, es war eh scheißegal. So, Gengar. Ich hab dich einfach outsmartet, würde ich sagen. Weiß nicht, was du einsetzen willst, aber ich hoffe, es ist für dich okay, dass ich meinen Clown wieder raushole, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Pantomimen-Clown, Traumfresser. Wusste ich doch, dass du schön bist. So, was willst du jetzt machen, wenn du keine Hypnose mehr einsetzen kannst? Traumfresser? Tja, welchen Träume willst du fressen? Noch mehr Rang. Alter, wuff. Wo holst du die denn her? Alter. Ein physischer Dings. Wie krass sieht das denn überhaupt aus? Warum zieht das so viel ab, Mann? Gengar ist physisch einfach eine Null. Na gut, den heutigen Maßstab mit den ganzen Ehefrauen und so ist das halt was anderes noch, ne? Aber stirb! Genau auf die Schwachstelle. Da-da-da-dam. Aber schöne Zähne hat Gengar. Und kann eine schöne Szene machen, wenn es stirbt. Dabei wird's nur schlafen. So, komm. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was geht ab? Chanera! Chanera! Mit sowas habe ich schon gerechnet, ehrlich gesagt. Zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Haben wir da? Eowurf. Du hast mich damit halt komplett ertappt, Chanera. Also komm zurück. Chanera! Naira-Cha! Naira-Cha!
Ratscha, ratscha, Konter in dein Gesicht. Scheiße, Konter? Geh mal weg, Alter. Konter? Na dann, gibt's einen Gesang. Schlaf ein, mein Freund. Ich hoffe doch, du triffst. Komm, treff mal. Nein, das ist also klar. Konter. Hier die Antwort. Denn Konter ist gefährlich in dem Fall. Aber wir haben hier diesen Vorteil des Schlafes, wenn wir treffen. Weil... Ja. Weil der Schlaf ja nicht dazu führt. Das ist aufgewacht. Ach, come on, ey. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Gesang. Sie begegnen sich im Kampf. Man wacht ja auf, aber man kann nicht direkt zurückschlagen. Das heißt, wenn es jetzt schläft, kann ich schön Body Slam raufhauen. Ja, schlaf mal, du Eierkopf. Eierkopf, Körper, Bauch, was auch immer. Body Slam. Natürlich. Komm, zeig ihm deine volle Körperwucht. Und futsch. Ja, okay, dann ist es tot. Dann ist es jetzt tot, es sei denn, der wechselt natürlich nochmal aus. Aber das wäre schön blöd, ehrlich gesagt. Komm, Body Slam! Jetzt wird es ein bisschen taktischer, man merkt schon. Jetzt schon anstrengend, ey. So, jetzt kannst du meinetwegen aufwachen. Ja, ja. Und siehe deinem Tod ins Gesicht. Chanera. Kommt davon, wenn man nur rumeiert. Flatsch! Bam! Ja, ein totes Pokémon! Kann mich halt nicht einschläfern mehr, ne? Man weiß auch nicht mehr, was er tun kann. Man kann nämlich nur ein Pokémon pro Kampf einschläfern, und damit es fair bleibt, glaube ich. Rasaf. Dann gucken wir doch mal, was Rasaf so machen kann. Hypnose, Metronom und Hypnose. Das ist ja... Achso, das schlug fehl. Das schlägt fehl. Das ist ja witzig. Du musst eine Kampfattacke machen. Sehr effektiv, die Scheiße. Warum setzt du Metronom ein? Ja. Selber schuld, ehrlich gesagt. Na, dann ist es jetzt tot. Dann stirb! Denn mein Lapras ist zu schön, um sich von dir kratzen zu lassen. Kaskade, schön! Steigt so auf, als wenn es so den Wasserfall raufspringt. Body Slam! So sieht es aus! Naja, nicht gut. Nicht gut. Oh, es ist auch mega tot, Alter. Einfach mal so weiße Augen. Kampf ist vorbei! So, perfekt, endlich ein Continue. Eieieiei. Hart erkämpft, ehrlich gesagt. So, Fabon. Schönheit. Lässt grüßen. Wasser, irgendwie sowas. Scheiße. Wasserboden, irgendwas. Oh nein, nein, was soll ich da nur machen? Das kann doch nicht sein. Das darf nicht sein. Nein, 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 nein. So machen wir. Und dafür habe ich dich mitgenommen, Garados. Butel. So, was haben wir da? Das Psycho, das ist aber Gestein. Das ist das und das und das und das. Machen wir so. Geowatz. What's up, Geo? Spannung im Publikum. Oh, die Spannung wächst. Vierte Runde beginnt. Toktur. Das wird eine Toktur für dich. Oder eine Totur? Mal gucken. Machen wir einfach einen Donner und gucken, ob er wechselt. Sie begegnen sich im Kampf. Nein, tut er nicht. Das ist gut. Also Donner ihn eine. Und Flatsch. Donner. Oh, die Attacke ging daneben. Oh, Gottes Willen. Es steigert seine Ausweichkraft. Och, Gottes Willen, tu mir das nicht an. Beide sind sehr vorsichtig. Tu mir das nicht an. Beide sind sehr vorsichtig. Meine Attacke ist einfach nur daneben gegangen. Was für vorsichtig. Jawoll. Oh, Volltreffer. Geil. Geil. Tor, Talk. So, Lektroball. Leck. Mich, sagt Lektroball. Kabutops. Okay. Nun
kämpfen. Hast du nur Wasser-Pokémon oder was ist jetzt mit dir los, hä? Das hat doch gar keinen Sinn, was du da machst. Natürlich wäre Typ Pflanze in dem Fall brauchbarer, jetzt aber trotzdem. Leider daneben. Da muss erstmal ein Doppelteam passieren, damit er trifft, oder was? Das ist natürlich ziemlich cool. Ein wahres Spannung, so, ein Donner! So. Donner hinein! Und tscha! Giftig. Was nun? Das war eine Schwachstelle. Kabutops, du bist so Sie ein sich Pisser, nicht. Ehrlich. Es kann nicht sein. Jetzt geht Donner nur noch daneben, oder was? Ach, scheiße. Was soll ich machen? Ein harter Treffer. Ja. Perfekter Treffer. Man ist nicht tot, glaube ich. Doch, ist tot. Sehr gut. Unglaublich. Knie nieder, du Schuft. So, was haben wir jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt nu? Starmie. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Was wird Starmie machen? Der Kampf ist nun sehr einseitig. Du bist dran, Pantymos. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Warum auch immer Pantymos, aber ich habe das Gefühl, das ist richtig. So, Pantymos, du bist dran. Ich denke nämlich, dass Garados nicht der richtige Gegner ist. Doppelteam. Hm. Es steigert seine Ausweichkraft. Habe ich vergessen. Dass der so eine Scheiße macht. Der Wechsel, das Endergebnis. Geowurf. Sie begeben sich in Kampfposition. Hydropumpe. So sieht es aus. Eieiei. Das ist wirklich böse gewesen. Geowurf, komm schon. Was passiert jetzt? Ja, das ist gut. Ein sehr rasanter Wie viel? 86. Schande. So eine Schande. Komm. Komm zurück, Pantymos. Oh, ich muss um jeden Scheiß Continue kämpfen, Alter. Ringfrei für Garados. Komm, Garados. Was ist das? Daneben. Geil. Leider daneben. Wir gucken mal, wie viel Biss abzieht. Komm, beiß rein, Garados. Beiß dich rein. Oh, das habe ich mir doch denken können. Wie kommt denn das? Das ist nicht gut. Oh, ach, geil. Schon wieder daneben. Sehr gut. Komm, beiß ihn. Was nun? Ja. Ein Wunderpunkt. Oh. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Na gut, Elektroball, komm wieder. So. Ich hoffe nämlich, dass ich jetzt Pokémon-Wechsel steht an. Etwas Gutes machen kann. Und zwar mit Sternschauer treffen. Er macht nämlich Donner, habe ich mir nämlich gedacht. Was geht ab? Du armes Ding. Sternschauer, ich muss es tun. Du hast Doppelteam eingesetzt. Und Sternschauer trifft immer. Das trifft auch noch. War nicht effizient. Lass es. Ja. Oh, Starmie, du hast keine Augen und das sieht man. Hydropumpe, stirb. Danke für das Continue, mein Freund. Ja, zeig ihn die Sterne. Sternschauer. Klatsch. Ja, ein Treffer. Wäre das vorher gekommen, wäre es nicht noch so spannend geworden. Ah, Starmie. Dass ich bei den ersten kein Continue gekriegt habe und bei dem zweiten ist natürlich sehr tragisch, aber das hat es doch schon wieder wettgemacht. Komm schon. Was zum Geier. Komm schon. Oha. Oha. Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und auch das ist nicht gut. Und jenes ist nicht gut. 1, 2, 3 Pokémon können von Typ Psycho sterben. Das und Boden ist gegen dies, das, das und das auch gut. Sehr gut. Was haben wir denn, wenn wir dann... Jetzt müssen wir nochmal drüber nachdenken.
gegen Diktri, was ist, wenn gegen Diktri Ausfoss eingesetzt wird? Oder Golbat. Austos oder Golbat, also du. So, gut. Haben wir uns das zurechtgelegt. Du bist dran, Pantimos. Das wird langsam spannend. Auch in die fünfte. Na, willst du mich verwirren mit Gengar? Das ist der Kung-Fu-Strahl. Es wird verwirrt. Psychokinese. So. Mhm, war klar. Dass ich mich ja selber hau. Trifft ja halt auch zu 100% diese Scheiße. Gargen, Alter. Naja, war klar. Hoppla, es greift sich selbst an. Wie hat es diesen Klatscher eigentlich auf sich zurückgekriegt, ey? Spannungsfeuerwerk. Psychokinese. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Er sitzt auf Psychokinese, halt. Geil. Das war ein Spaß, natürlich. Weil das so passiert andauert. Komm schon. Ey, ich hasse dieses Spiel manchmal, ehrlich. Oh, 50.000 Mal so eine Scheiße hier. Ein sehr rasanter Kampf. Nein, es tötet mich damit. Ach du Schande. Hochgenommen. Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Mhm. Voll. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Ringfrei für Diktri. Ist doch Schande. Zwei Pokémon verschiedener Eleganz. Na, was machst du jetzt? Ja, auswechseln. Oh, der hat mich. Der hat mich besiegt jetzt, Alter. Nervig. Oh, nee. Noch nicht. Aber Eisstrahl wird er einsetzen. Sehr gut. Klasse. Oh, wenn es sich in die Luft sprengen würde, wäre das zu witzig, aber das macht er nicht. Ja, nee, wäre auch nicht gut, ehrlich gesagt. Schwerer Treffer. Hochgenommen hat er mich. Erfrischend Eisstrahl. Genau auf die Schwachstelle. Boah. Das hat mich gerade dreist. Einfach dreist. Was soll man dazu sagen? Ah, es ist dreist, was hier gerade passiert. So, Elektroball. Es ist deine Zeit zu scheinen. Oh. Jetzt heißt es ein Pokémon. Donner. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Komm schon, gib ihn. Hau ihn richtig weg. Komm, gib's ihn richtig. Ja. Perfekt, das komm, das müsste killen. Jawohl. Es ist am Boden. Mistviecher, ey. So, was kommt jetzt? Gengar oder was? Ich habe nicht einen Schlag gegen Gengar landen können. Zweimal vor Verwirrung selbst verletzt. Magma. Magma mal gar nicht behaupten, dass das Magma ist. Nun heißt es, ein Pokémon gegen zwei. Die Luft brennt vor Spannung. Ich hau jetzt einfach nur noch rauf. Was soll ich machen? Ich kann auf den Volltreffer hoffen, Paralyse kann ich so noch erhoffen, Treffer kann ich mir erhoffen, Volltreffer kann ich mir erhoffen. Sehr geil, danke, aber es ist nicht tot. Und Konfusstrahl. Ja, ich auch. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Sternschauer! Komm schon, sei nicht mehr verwirrt. Ein Sternschauer! Ja, ein Treffer! Müll! Müll, Müll, Müll! Beide Trainer. Komm schon! Das ist so dramatisch gerade! Das letzte Pokémon wird es in Ring. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Nun komm schon! Ich weiß, dass du schneller bist. Ja! Es perfekt! Nicht mehr verwirrt. Sehr gut! Es setzt Donnerwelle ein! Oh, es ist paralysiert! Jawohl! Es ist paralysiert! Es ist vollständig paralysiert! Also jetzt habe ich echt ein bisschen Glück hier, das ist ja schön. Aber wie lange noch? Wie lange noch? Das Spiel weiß ja damit zu spaßen, ne? Zu spielen. So, komm! Gib ihm! Ja! Aber nicht so wirklich toll. Boah, er will nur noch reinhauen. Er will meinen Spezialwert senken. Boah, mehr, fast die Hälfte, Alter. Fast beide die Hälfte. Oh, was für beide Pokémon sind gut trainiert. Jetzt muss ich ein bisschen noch mehr Glück haben. Ich muss treffen halt immer. Komm schon, dann habe ich gewonnen, aber sonst
Ja. Die Attacke ging dann nicht. Ja. Oh. Es ist voll noch habe ich eine Chance. Noch habe ich eine Chance. Ja, komm, Elektroball. Ich weiß, du bist entschlossen. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Komm, Elektroball. So sieht es aus. Ja, das sieht gut aus. Eieiei. Was ist das? Oh, Elektroball, wenn du jetzt triffst, Alter, ich küsse deine Balls. Oh, komm schon, du schaffst das. Komm schon, bitte, bitte. Ich drück die Hände zusammen. Du schaffst das. Ja! Oh, danke schön. Oh, Elektroball hat nochmal richtig aufgeräumt, ey. Sehr gut. Puh. Das war der Kampf. Eieieiei, Karamba, ey. Heftige Lage. Oh, ich sag dir gleich Bescheid dann. Entschuldige, ich muss mal eben hier was. Ja. Oh, ich muss mal eben das Turnier zu Ende spielen, ja. Sorry, ey. Das sind noch drei Trainer vor mir. Sorry, eigentlich müsste ich jetzt streamen, aber. Eieieiei. Was haben wir denn da? Das sieht gar nicht gut aus. Was machen wir denn da? Also das ist sehr effektiv, das ist sehr effektiv gegen mich, aber eigentlich kann es gewinnen. Dann habe ich eine Chance mit dir tatsächlich auch, glaube ich. Und was machen wir noch? Snobelikat ist halt mega schnell, ne? Machen wir auch noch das hier. Elektroball ist jetzt mein Oller zuverlässiger hier. Elektro ist halt einfach auch ein starker Typ. Nur eine Schwäche. So. Ja, perfekt. Perfekt. Da mag man doch gar nicht reinwechseln. Ja, dann schlitz mal. Ja, keinen so großer Schaden. Sehr gut. Oh, komm. Komm, du schaffst es. Bam. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Mhm. So ist es. Eisstrahl. Strahle wie das Eis. Nachdem du ihn besiegt hast. Zack. Das ist natürlich ein Volltreffer. Das ist mir natürlich klar. Weil dieses Drexy ist halt auch mega stark. Dieses Glurak und mega schnell und Schlitzer hat einfach so eine krasse Volltrefferquote. Einmal nur heftig, ey. Aber wir haben den Drachen die Flügel gestutzt. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? So. Ringpreis für Lisa Flor. Es muss jetzt einiges wettmachen. Was machen wir da? Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Für schneller als Bisaflor? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Nee, sind wir nicht. Das ist sehr effektiv. Und volltreffermäßig gut drauf, ja. Ja. Ja, nicht gut. Was machen wir gegen Bisaflor? Das Volltreffermonster. Welches Pokémon wird die Arena? Garados, du bist dran. Wieso ich Garados einsetze, fragt ihr euch? Das frage ich mich eigentlich auch. Nun kämpfen zwei Pokémon. Na, weil es Feuersturm kann. Mega, wie schnell ist dieses Ding, Alter? Die dicke Kröte. Boah, fast die Hälfte, alter Schwede. Komm schon, Feuersturm. Treff. Ja, es hat Verbrennungen erlitten. Sehr schön. So, was machen wir jetzt? Ja, Feuersturm, wir hauen rauf, was geht. Komm schon. Boah, ich bin richtig nervös hier, ey. Ja, Verbrennung schadet ihm. Komm schon, Feuersturm.
Besiege ihn! Ein heißer Feuersturm! Natürlich geht das daneben. Die Attacke ging daneben. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Wenn das jetzt ein Vorteil ist, ist Garados tot. Natürlich. Ach, scheiß Drecksvieh. Und die Verbrennung schadet ihm nicht mal. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Oh, was mache ich denn jetzt? Heizen sich mit Drohgebärden an. Oh, heiz dich nicht mit Drohgebärden an, Mann. Nun heißt es. Wer heizt dich überhaupt mit Drohgebärden an? Da war doch überhaupt keiner draußen. Ach, scheiß Dreck, ey. Die Kämpfer stehen sich. Das ist nicht gut, ich glaube, ich verliere den Kampf. Was geht ab? Komm schon. Nein. Ach Mann, nur weil Feuersturm auch daneben gegangen ist und das immer alles ein Volltreffer ist. Oh, das zieht nichts ab. Sie schenken sich wirklich. Ich kann froh sein, wenn das 50 KP abzieht, wenn ich überhaupt treffe. Nur weil Dings nicht getroffen hat. Die Attacke war nicht sehr effektiv. Scheiße! Was nun? Hä? Leider daneben. Was? Rasierblatt kann daneben gehen? Ja gut, 95 Genauigkeit. Wollte mir jetzt ein bisschen schenken, oder was? Keine Ahnung, aber ich werde trotzdem nicht gewinnen. Sternpower. Ein guter Treffer. Alter, Elektroball ist so schnell, der ist einfach ausgewichen. So. Deine Rasierblätter treffen mich nicht. Aber Elektroball hat einfach auch ein Siegerlächeln, ne? Ist einfach so. Das könnte meine Chance sein. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Wenn ich jetzt nun treffe, alles oder nicht. Könnte es das sein, aber ich glaube nicht, vom Olymp, Donner. Dass der stirbt. Doch, oh mein Gott, Kingle, Elektroball. Boah. Ach, Elektroball, ey, guck ich sage, es hat einfach das Siegerlächeln. Der hätte es normalerweise verdient, zweimal auf dem Thumbnail zu sein, ey. Scheiße. Komm schon, ey. Alter, war das knapp. Diese Rasierblatt hätte mich so gekillt eigentlich. Uff. Unverschämt das Glück, was gerade war. Ah, ja. Simsala, ach du Scheiße. Es gibt auf jeden Fall das hier, was ich einsetzen kann. Und das hier auf jeden Fall kann ich einsetzen. Und wie viel KP hast du eigentlich im Gegensatz zu ihnen? Auch gut KP eigentlich. Dickdri. Pantimos bringt in dem Fall halt eigentlich so gut wie gar nichts. Kickli aber auch nicht. Und Dickdri haut einen Angriff raus vielleicht? Auch nicht wirklich, ne? Come on! Du schaffst es! Das ist das Halbfinale. Die Spannung ist. Elektroball hätte ich vielleicht nicht als erstes einsetzen. Salazim! Babalim! Bimbalabim! Na gut, Simsala, du wirst auf jeden Fall erstmal diese Technik hier spüren müssen. Tut mir leid für dich, aber es ist so. Es ist Donnerwelle ein. Jawohl. Was machen wir da nur? Es ist vollständig paralysiert. Wie cool. Also, Elektroball, du bist ein Monster hier gerade. Jetzt mal ohne Spaß. Ich überlege gerade, ob ich es so angreife oder Finale schon einsetze. Und dann war es einfach Simsalabim paralysiert. Also, das muss man schon sagen, Elektroball. Du haust rein. Siehstrahl. Okay, das ist nicht sonderlich stark. Das ist so natürlich sonderlich stark. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Mach ich denn jetzt? Greife ich weiter an? Oder jetzt vernichte ich es? Ach komm, Finale. Wird schon hinhauen. Wird schon irgendwie hinhauen. Komm! Jawohl! Stirb, mein Freund! Also, ja, mein Löffel.
ich gebe dich ab und zu dir sage ich auch nochmal Tschüss. Redet so mit seinem Löffelchen. Wahrscheinlich sieht es sein Spiegelbild da drin. Es hat so einen großen IQ, aber kann nicht, merkt nicht, dass er sich selbst im Löffel sieht. Weil es ja kopfüber. Das ist für ihn nicht logisch genug. Ich weiß nicht, wen man einsetzen wird, aber... Dann bist du halt dran, Garados. Zeig ihn, wie du Garagenboss bist. Dodri. Dodri. Dodri, schneller als ich. Die Pokémon schenken sich nicht. Stärker als ich. Hätte nicht so machen sollen. Vielleicht. Ich hätte direkt Lapras einsetzen sollen. Toxin. Okay. Akzeptiere ich. Also, ich weiß nicht, ob meine Pokémon hier heimlich Blendpuder verteilt haben oder so, aber es ist schon auffällig, würde ich mal sagen. Eieiei. Welchen Cheat habe ich hier aus Versehen aktiviert, hä? Drei Köpfe und keins trifft. Sechs Augen und keins trifft. Ja, es hat sein Leben geopfert jetzt, um mich zu vergiften. Ist doch schön. Man weiß ja nicht, was er noch als letztes auf Lager hat, ne? Man darf es nicht unterschätzen jetzt hier. Mach ich mich gerne mal drüber lustig, aber... Ne? Ein böser Treffer, kann ich dazu nur sagen. Das ist auf jeden Fall gleich das Ende. Eieiei. Krass, sonst verarscht einen das Spiel immer. Und jetzt habe ich einfach mal Glück. Tja, und was ist das Problem mit dem ersten Gen-Aerodactyl? Es kann keine Gesteinsattacke lernen. Ja, keine Gesteinsattacke lernen. Aber Hyperstrahl. Stimmt. Das stimmt natürlich. Alter, das hat gesessen. Aber Aerodactyl wird gleich auch sitzen. Und zwar auf dem Boden der Tatsachen. Das ist zu Schwaches. Genau auf die Schwachstelle. Weggefegt, Alter. Der Kampf ist vorbei. Finale. Wow. Psycho. Oh. Der Halbfinalist in der nächsten Runde im Meisterball. In Runde 2, meine ich, wird wahrscheinlich der stärkste Trainer des ganzen Spiels sein. Ich kann es mir nur vorstellen. Mit, keine Ahnung, Mewtwo, Mews, alle Psycho-Pokémon rausgehauen hier. Oha. Zirpen. Er will Zirpen, Zirpen, weißt du? Pinsir, meine ich jetzt. Marafla. Was machen wir denn da? Elektroball, pass auf. Elektroball kann gegen viele was machen. Neutral auf Lamara, neutral auf Pinsir, neutral auf Enteron. Auf Elektroball, naja, ganz normal. Auf Dragoran neutral, Nidoking keine Wirkung. Aber wenn Nidoking kommen sollte, ja, Nidoking jetzt hier, ja, sollte kommen, dann wird es natürlich Zeit für Garados, ne? Weil Garados halt der King im Ring ist, weil, ne? So, dann haben wir aber natürlich noch Elektroball. Das ist natürlich ein Problem. Elektroball ist ein kleines Problem, ehrlich gesagt. Könnte man regeln, indem man Diktri einsetzt. Diktri hat aber nur nicht effektive Attacke gegen Dragoran, gegen Pinsir nicht effektiv, gegen Nidoking sehr effektiv tatsächlich. Ist aber schwach gegen Enteron, das heißt gegen die Hälfte des Teams. Kann ich nicht wirklich zur Typenabdeckung nutzen, habe ich das Gefühl. Dieses Elektroball. Oder? Kann ich Diktri zur Typenabdeckung nutzen? Weil ich mit Garados und Elektroball, ich kann nichts gegen Dragoran wirklich machen. Dragoran jetzt auch nicht wirklich gegen mich, aber ist halt schon nervig, ehrlich gesagt. Deswegen müsste ich Lapras nehmen, rein theoretisch. Was natürlich auch scheiße sein könnte, wenn Elektroball dann zum Zug kommt. Also machen wir es einfach jetzt. Versuchen wir es mal. Es ist soweit. Denn Dragoran ist halt einfach scheiße. Ja, da haben wir es. Idhü. So, was machen wir da? Wir machen es erstmal langsamer. Ich bin gespannt, was es einsetzen will. Komm, Donnerwelle! Es ist Donnerwelle ein. Oh,
paralysiert. Hyperstrahl, das habe ich mir nämlich gedacht. Natürlich! Das nenne ich einen Blechschild! Ja, wenn jetzt Elektroball kommt, bin ich wirklich am Arsch. Weil ich nichts gegen Elektroball habe. Das könnte ein einseitiger Kampf werden. Sie Alter Schwede. Dragoran, du Penner, ey. Lapras, wackel mit den Öhrchen. Los, Eisstrahl! Lass das Eis erstrahlen in vollem Glanz. Und lass ihn sterben. Vierfach Effektivität. Weiß nicht, ob es das in diesem Spiel eigentlich gibt, aber ja, muss es. Sonst wäre es nicht tot. Komm schon. Du schaffst es, Dragoran. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das ist Schachmatt. Kann es paralysieren durch Body Slam? Das wäre definitiv praktischer. Donnerblitz trifft natürlich dann auch immer. Und zieht die mehr als die Hälfte ab. Eieieiei. Body Slam wäre cool, wenn du paralysierst. Natürlich nicht. Scheiße! Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Ach, verdammt! Tod. Hyperstrahl Volltreffer, ey. Du kannst nicht mal. Genau auf die Schwachstelle. Oh, ist das. Ja, das ist das Ende für diesen Kampf auf jeden Fall. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Garados, yo, das kann ich aufgeben, danke. Elektroballs Siegerlächeln hat diesmal nichts gebracht. Nun heißt es, ein Pokémon gegen. Ich flüchte. Flucht. Ach ja. Naja, was soll man machen? So, jetzt habe ich es mal versucht mit ein bisschen Umdrehen von der Startaufstellung. Denn Dragoran als erstes einzusetzen, habe ich mir gedacht, könnte nochmal passieren. Also, Eisstrahl! So. Oh, Hyperstrahl, bitte nicht Volltreffer. Ein kraftvoller Angriff. Eieiei. Oh nein, jetzt ist mir trotzdem eingefallen, das wäre trotzdem scheiße, wenn Elektroball als erstes kommt. Wenn Elektroball mit dabei ist. Ja, es ist tot. Gut, damit haben wir das schon mal. Jetzt muss ich überlegen, wenn Elektroball kommt, was wird es machen? Was will Elektroball machen? Komm schon, da wird Elektroball kommen, ich weiß es doch so oder so. Es wäre einfach zur Typenausgleich. Entoron. Ringfrei für Entoron. Es muss jetzt ein. Okay, das habe ich nicht erwartet. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Aber was wird das machen? Überroller oder was? Body Slam. Ich könnte auch einen Solarstrahl raushauen, was. Es gräbt sich in den Boden. Hä? Hätte ich mal Solarstrahl eingesetzt, ehrlich gesagt. Was nun? Weil, wenn ich jetzt Solarstrahl einsetze, gräbt sich. Gleich wieder in den Boden. Deswegen kommt jetzt erstmal ein Body Slam oder Gesang? Bei Body Slam wäre halt der Vorteil Paralyse, ich wäre schneller, ne? Sie halten sich mit Drohgebärden. Das wäre halt cool. Komm schon. Was passiert jetzt? Was zieht nicht mal die Hälfte ab? Sehr gut, das heißt, ich kann gleich eigentlich einen Solarstrahl abfeuern. Body Slam! Was ist das? Ein guter Treffer. Jetzt bin ich gespannt. Sie schenken sich. Na gut, Solarstrahl. Die Befehle wurden. Komm, grab erreicht. Dich in den Boden ein. Jawohl. Lapras, du bist einfach ein göttliches Wesen. Jetzt mal ohne Witz, ey. Jetzt mal ohne Witz. Nicht nur ein gutes Transportmittel, sondern auch ein gutes Mittel zum. Ein gutes Mittel zum Kampf. Ja. Was geht ab? Was geht ab? Verstehe ich auch nicht. Hyperstrahl, Solarstrahl. Dass ich das mal einsetzen werde, hätte ich nicht gedacht. Boah! Das war brutal.
Es ist nicht tot. Beide Pokémon sind erschöpft. Ganz ehrlich. Komm, ich wechsle mal aus. Ich hol mir das Continue. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Es sei denn, der gräbt sich jetzt nicht in den Boden. Das wäre jetzt dumm von mir gewesen eigentlich. Gut, es gräbt sich in den Boden, danke. Tja, was willst du jetzt machen, hä, Ron Ento? Du bist jetzt ausgeronnen. Hier sind die Optionen ausgegangen, auf jeden Fall. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Und du wirst meiner Drachenwut erliegen. Denn ich habe so eine Wut, die Wut des Drachen. Drachenwut? Ja. Ein guter Treffer. Perfekt. Oh, ist das Ende? Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. So, was haben wir denn da? Flamara! Mensch, ein perfektes Continue. Hättest du mal Elektroball eingesetzt, mein Freund, dann hättest du jetzt keine Probleme. Aber dem Surfer zum Gruße, würde ich mal sagen, liegst du am Fuße deiner selbst. Champion der Hyperbike-Klasse. Aber in der ersten Runde fetzt schon etwas, muss man sagen. Wir haben einen neuen Champion. Ja, tatsächlich. Uhu. Feiern wir ihn, als wäre er der Beste. Also Elektroball hat mich hier echt ein bisschen durchgecarried, das muss ich mal sagen. Sauber. Einfach sauber. Nicht nur sauber, sondern rein. Ein Hyperball. Seht euch das an. Da haben sie sich Mühe gegeben für die Trophäen. Hätten sie im Pokémon Stadium 2 eigentlich auch wieder verwenden können. Die Bälle, finde ich. Aber gut, dann halt nicht. Also, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt genauso geschwitzt wie ich, obwohl mir arschkalt ist. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal beim Pokémon Cup Meisterball genauso ein wie jetzt. Also, bis zum nächsten Mal und auf Wiederspielen, meine Freunde.